Jeder zehnte Mensch in Deutschland lebt in einer sogenannten überbelegten Wohnung. Dies ist rausgekommen, weil Sarah Wagenknecht eine Anfrage gemacht hat und diese liegt im Redaktionsnetzwerk Deutschland jetzt vor. Wir gucken uns an, was das eigentlich bedeutet und dass der Elefant im Raum wieder mal nicht angesprochen wird, ist das Übliche. Aber wir machen das hier in diesem Video genau. Und damit moin zusammen, ich bin Olli, wenn du neu bist, jetzt für kritischen Content ein Abo da lassen. Und es ist wirklich höchst interessant, diese Zahlen sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wie es denn hier in Deutschland abläuft. Mehr als 9,5 Millionen Deutsche, also mehr als jeder Zehnte, leben in einer Wohnung, denen der Platz knapp ist. Wie definiert sich das? Die Definition heißt, ganz genau hier, nämlich vom Statistischen Bundesamt, wird das Ganze hier durch die Anfrage von Frau Wagenknecht preisgegeben. Die Wohnungsnot betrifft damit 11,3% der Bevölkerung. Als überbelegt definiert das Statistische Bundesamt eine Wohnung, wenn der Haushalt im Vergleich zur Zahl seiner Mitglieder zu wenig Zimmer hat. Wir nehmen jetzt an, Eltern 2, Kinder 2. Man hat nur 2 Zimmer. Dreizimmerwohnung, nicht Vierzimmerwohnung. Und das Ganze geht weiter, heißt hier, also beispielsweise nicht jedes Paar oder jeder weitere Erwachsene ein eigenes Zimmer hat oder es keinen Gemeinschaftsraum gibt. Eine Wohnung gilt auch dann als überbelegt, wenn sich mehr als 2 Jugendliche desselben Geschlechts ein Zimmer teilen müssen oder bei Geschwistern unterschiedlichen Geschlechts nicht jedes Kind, ab 12 Jahren seinen eigenen Raum hat. Mein Vater würde jetzt sagen, geboren 1952, liebe Grüße Papa an der Stelle, würde jetzt sagen, er hat in seinem Leben, ich glaube bis 12 oder 14 Jahren, nie ein eigenes Zimmer gehabt, er hat in der Küche auf dem Boden geschlafen. Das ist halt 70 Jahre her. Dementsprechend leben wir in einer anderen Zeit, in einem anderen Land unterm Strich und in einem finanziell deutlich stärkeren Land doch eigentlich, sodass doch den Kindern und den Menschen, die morgens bis abends arbeiten gehen, so etwas zur Verfügung stehen sollte und das funktioniert. Das Problem ist, dass genau das Problem, wie das alles zustande kommt, dass wir zu wenig Wohnraum haben in Deutschland, dieser riesengroße Elefant, wieder mal nicht angesprochen wird, sondern dass man hier wieder überlegt, woran kann das denn liegen? Ja, da hat doch die Regierung versagt, jetzt hier Wohnungen mehr zur Verfügung zu stellen. Nehmen wir an, wir hätten tatsächlich pro Jahr wirklich 400.000 Wohnungen seit Beginn der Ampel bekommen. Es waren irgendwas 200.000, 250.000, die gebaut wurden im ersten Jahr, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Das hätte doch nicht gereicht. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Seit 2015 haben wir viele, viele neue Fachkräfte in dieses Land bekommen. Man ist aber nicht in der Lage dazu gewesen, diesem Nachfrage eben auch so nachzukommen, dass man genügend bereitstellen kann. Das sind doch Daten und Fakten, die klipp und klar sind, die man auch ansprechen muss, ohne als böse irgendwas sonst was bezeichnet zu werden, in eine gewisse Ecke gestellt zu werden. Oder sehe ich das falsch? Wie empfindet ihr das? Schreibt das mal gerne unten rein. Und das Ganze muss man natürlich dann auch überlegen, wie soll das weitergehen? Weil es wird ja nicht weniger. Und die Wohnungen werden ja nicht viel mehr, die wir aktuell dazu bekommen. Es ist ja nahezu bei vielen Baustellen Baustopp. Es sind viele, die aktuell nicht mehr bauen möchten und so weiter. Wir wissen aber zugleich auch auf der anderen Seite, dass es immer wieder kritisch betrachtet wird, wie viel Wohnraum denn jeder einzelne Mensch in Deutschland hat. Es sind, wenn ich es richtig vom Umweltbundesamt im Kopf habe, 53, 54 Quadratmeter pro Person im Durchschnitt. Und wie viel braucht denn ein Mensch? Da setzen sie ja mittlerweile auch an. Denn es wird darauf hinauslaufen. Und so wurden ja Häuser in den 80ern, 70ern, 60ern und teilweise auch noch ein bisschen in den 90er Jahren gebaut, dass man oftmals Haus hat, Einfamilienhaus, aber eine kleine Einliegerwohnung drin, 30 Quadrat, 50, 70 Quadratmeter. Die sind, wo die Kinder natürlich von den Eltern jetzt aus den Wohnungen ausgezogen sind oder aus den Häusern komplett, nicht belegt. Was meint ihr denn, warum es die Grundsteuererhebung gibt?
Warum mussten wir denn alle, die ein Wohneigentum haben, die Daten über diese Häuser, wie viel Quadratmeter Wohnfläche, wie groß ist das Grundstück etc. pp. Was kann man denn da in den Garten setzen? Kann man da einen Container einsetzen? Kann man in der Wohnung jemanden unterbringen? Warum ist sie denn nicht vermietet? Zwangsvermietung. Warum hat dieses Haus 6 Zimmer? Warum wohnen da nur 2 Personen drin? Es wird offen darüber gesprochen, dass Rentner doch aus ihren Wohnungen, ihren Häusern, weil sie zu groß sind vermeintlich für diese, verlassen sollten und sollten in kleinere umziehen. Alles kein Zwang, aktuell, keine Frage. Aber diese Ideen werden diskutiert und stehen im Raum. Und das ist wirklich eine Entwicklung, die mir persönlich wirklich große Angst bereitet. Also aktuell in Deutschland Immobilien zu investieren, seien sie noch so perfekt saniert, das ist eine ganz, ganz heikle Situation, wie ich persönlich finde. Und das Ganze geht hier weiter. Da haben wir die passende nächste Nachricht, nämlich dazu, über das niemand spricht hier offensichtlich über das Thema. Machen wir es nochmal anders, einen Punkt noch dazu gerade. Oder passt jetzt auch schon als Überleitung vielleicht für den nächsten sogar. Ich habe einen Bekannten, der hat mehrere Mietswohnungen, denen geht's gut, grüße ihn raus, und vermietet unter anderem in Bochum. Und das sind Bürgergeldempfänger. Nationalität spielt jetzt zwar keine Rolle. Das zahlt das Amt. Die Miete wird pünktlichst überwiesen. Er sagt, mit dieser Wohnung, mit diesen Vermietern hat er am wenigsten Probleme. Warum? Weil das Amt bezahlt. Weil alles, was gemeldet wird, Probleme sind oder ähnliches, wo er sagt, ja, das und das Kosten und so weiter, kann ich ja als Vermieter nicht übernehmen und so weiter. Alles, ausnahmslos, problemlos. Hat er bei keinen anderen Mietern, die ihre Miete selber bezahlen. Da wird diskutiert, da wird gebettelt. Kann man nicht hier eine Einigung treffen und sonst was. Das ist schon eine ganz, ganz krasse Entwicklung, weil dadurch haben natürlich Vermieter auch ein höheres Interesse, immer an die anderen zu vermieten. Und dementsprechend, weiterer Punkt, der dazu kommt, die Ämter oder das Amt im Speziellen zahlt ja auch meistens den Bestpreis für die Miete. Tja. Landkreis platzt aus allen Nähten, heißt es bei Apollo. Hotel wird zur Flüchtlingsunterkunft, wie es hier heißt. Die Kleinstadt Malchim in Mecklenburg-Vorpommern nimmt hunderte Fachkräfte auf und sucht verzweifelt nach Kapazitäten. Ehemalige Hotels werden jetzt umgebaut, um dem Andrang gerecht zu werden. Habt ihr mal davon gehört, dass für die Rentner und die Leute, die hier in Lohn und Brot stehen, Häuser, die gerade nicht benötigt werden oder halt Hotels, wo die Möglichkeit besteht, umgebaut werden? Ist mir persönlich jetzt neu, aber das werde ich bestimmt nur verpasst haben, diese wichtige Nachricht. Das ist wieder mal sehr, sehr dubios. Hier geht es darum, wie es hier heißt, Zitat, wir planen die Einrichtung ab Anfang Mai mit einer Kapazität von 80 Plätzen als Gemeinschaftsunterkunft in Betrieb zu nehmen. Ja, so heißt es nämlich hier vom Sozialdezernenten des Landkreises Michael Löffler gegenüber dem Nordkurier. Knapp 7500 Menschen leben in der Stadt östlich von Schwerin, wie es hier heißt. Ihr könnt ja eure Einschätzung zu der Situation gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wie kommt das und wie soll das weitergehen, ist ja die Frage. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.